Die frühe Besiedlung in der Lausitz wird auch heute noch durch Artefakte in und an den aktiven Tagebauen belegt. Erst 2013 gab es bei Jenschwalde Funde, die die menschliche Besiedlung der Region auf rund 130.000 Jahre datieren. Soweit sind die Mädchen des Kunstleistungskurses in Welzow zwar nicht in die Vergangenheit gereist, aber einige Jahrtausende ging es schon zurück. Wir wollen versuchen zu zeigen, dass die damals gar nicht so doof waren. Wir meinen immer, dass wir alle so klug sind und mit unserem Handy umgehen können und zum Mond fliegen können. Aber wenn es um alte Handwerkstechniken geht, dann staunen wir Archäologen eigentlich immer, was möglich gewesen ist, welche Fertigkeiten schon vorhanden gewesen sind und wie viele Fertigkeiten und handwerkliche Fähigkeiten eigentlich auch schon vergessen worden sind. Und wir Experimentalarchäologen holen eigentlich die vergessenen Handwerkstechniken wieder ans Licht und versuchen aufgrund der archäologischen Befunde nachzuvollziehen, wie hat man das damals vor 3.000 oder 4.000 Jahren gemacht. Und es dann auch so umzusetzen und technisch so hinzubekommen, dass auch alle, die es interessiert und Bronzeguss einmal machen können, eigentlich auch erfolgreich durchführen können. Das heißt, hier mit dem Thorsten Hemmerking aus Hamburg zusammen führen wir Bronzeguss durch wie vor 3.000 oder 4.000 Jahren mit zwei, drei kleinen Tricks, damit diejenigen, die den Kursus bei uns machen, auch sicher sein können, dass sie mit einem original von sich hergestellten Wachsobjekt, was dann in Bronze umgesetzt worden ist, nach Hause gehen können. Die heißen Tage auch noch am Feuer verbringen war nicht ganz einfach. Ständig musste der Blasebalg bedient, Kohle nachgelegt und wenn der Schmelzpunkt optimal war, die etwa 1200 Grad heiße Bronze in die selbstgefertigte Form gegossen werden. Adrenalin kann man sich nicht kaufen. Adrenalin muss man sich erarbeiten. Wenn man zwei Tage arbeitet, um dann innerhalb von 20 Sekunden diese ganze Arbeit zu vollenden, dann leuchtet es in den Augen, dann schlägt das Herz bis zum Hals, dann ist der Adrenalinspiegel irgendwo in diesem Bereich da oben. Und in dem Moment, wo die Form zerschlagen wird und das Objekt rauskommt, wissen alle, ich habe gewonnen. Und dieses Gefühl, etwas mal mit eigenen Händen gemacht zu haben und durchzuziehen, über 8, 9, 10, 12, 15 Stunden, bis aufs i-Tüpfelchen, bis auf den Punkt, das ist etwas, was wir hier anbieten können und was die jungen Leute, die das hier machen, die kurz vorm Abitur stehen, nie vergessen werden. Guter Einstieg ins Leben, in die Arbeit, in die Arbeitsprozesse, wo man ja auch manchmal wochenlang arbeitet, um auf einen Termin hinzuarbeiten, wo alles klappen muss. Die Bronzefiguren, die von den jungen Frauen hier hergestellt wurden, gehören zu einer Stele zum Thema Mensch und Tier, die am Donnerstag zum Abschluss der Projektwoche im Gymnasium vorgestellt wird. Dann wird man nicht nur die Ergebnisse dieses besonderen Projektes sehen, sondern auch erzählen können, welche Herausforderungen zu meistern waren. Na, das Gießen an sich dann oder halt am Anfang die Figur erstmal zu schnitzen und so, das fand ich sehr schwer. Und halt auch, dass man das Gießen dann, also dass man das genau in die Form trifft. An sich das, die Wachsfigur, also erstmal haben wir uns ein Wachs gegossen in einer Dose und dann daraus die Figur rauszuarbeiten. Das an sich ist ja Wachs leicht zu bearbeiten mit einem Messer, aber dann, wir hatten uns eine Skizze gemacht. Dann von dem 2D aufs 3D das umzusetzen, also von allen Seiten dann, dass man die Figur auch anfassen kann, dass sie gut aussieht, dass alles proportional ist, das war schon ziemlich stressig. Und also ich musste zum Beispiel auch zwei Figuren machen, weil das bei der ersten überhaupt nicht gut aussah. Zuerst mussten wir ja die Figur aus dem Wachs machen. Das war schon eine große Herausforderung, das mal so sich räumlich damit zu befassen und das so auch mit dem Wachs zu schnitzen. Und ich würde auch sagen, die größte Schwierigkeit war dabei das Gießen. Den Figuren der jungen Leute fehlt nun sozusagen nur noch der letzte Schliff, bevor sie mehr oder weniger glanzvoll je nach Wunsch präsentiert werden können.